Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und hatten schon Kontakt zu verschiedenen außerirdischen Rassen hier, wie wir sehen. Ne. Wir sind ja in der Weltraumphase jetzt gelandet. Und genau, wir haben eine Mission für die Friends gemacht und genau, jetzt sollen wir zu unserem Heimatplaneten zurück, weil wir auch dort eine Mission abgeschlossen haben. Dann würde ich mal sagen, ja, machen wir das doch mal so. Gut, die haben uns nämlich was zu sagen hier, genau. Froschreich. Die Daten deines Flugschreibers sind erstaunlich, Kapitän. Wir hatten keine Ahnung, dass es quasi um die Ecke eine andere raumfahrende Zivilisation gibt. Ja. Wir sind auf bestem Weg, unseren Platz in der galaktischen Gemeinschaft zu etablieren. Vermutlich wäre es eine gute Idee, dieser Rasse gute Beziehungen zu pflegen. Vielleicht brauchen wir in Zukunft mal einen Verbündeten. Definitiv, ey. Wenn wir Aufträge für sie erfüllen, bleiben sie uns hoffentlich gewogen. Habe ich doch gerade schon. Naja, gut. Vielleicht sind sie ja auch an Handelsbeziehungen interessiert, was wiederum dem Wohlstand unseres Reiches förderlich wäre. Bist du bereit, weitere Missionen durchzuführen? Erstmal nicht, Leute. Missionistra 1A-Plakette, sehr gut. 5 Missionen gemeistert und hier kriegen wir einen Energiespeicher. Sehr gut. Leute, wir haben eine Plakette erreicht. Sehr geil. Cool. Weiterer Fortschritt. Glückwunsch. Du trägst jetzt den Titel Kommandeur. Sehr schön. Was wollen die? Unsere Städte haben Rekordmengen Gewürz hergestellt und jetzt haben wir einen Überschuss. Du musst dich für uns nach potenziellen Käufern unter den Raumfahrenden suchen, damit wir noch reicher werden. Oh ja, das mache ich. Naja, wir sollen einfach Gewürze verkaufen, Leute. Du wirst schon bald in Geld baden. Such dir das Reich mit dem besten Angebot und hüte dich vor denen, die dich austricksen wollen. Jo, dann machen wir das mal. Bahne den Handel mit dem Kurzstrecken wieder. Okay. Gut, Leute. Wir sollen einfach nur Gewürze verkaufen. Alles klar, aber wir haben braunes Gewürz, ein rotes. Und, Moment, wie funktioniert das denn? Die produzieren noch nichts, ne? Moment. Warum produzieren die denn noch nichts? Ich glaube, wir müssen hier. Ach, genau, wir müssen hier noch Häuser machen. Genau, Leute, wir müssen hier noch Häuser machen. Ich würde sagen, ich nehme dasselbe Haus wie, genau. Ich nehme dasselbe Haus wie auch hier auf unserem Heimatplaneten, weil warum soll das anders aussehen, ne? Jo. Nehmen auch hier die Spaßfabrik als Unterhaltungsgebäude. Genau, wir können jetzt hier unser Einkommen sichern. Und eine Fabrik. Dann nehme ich wieder das gute alte Atomkraftwerk. Sehr schön. Gut, überall Atomenergie. So. Allerdings, wir sehen. Das ist teuer. Holy Kack. Das ist teuer, Leute. Aber wir haben ein Haus. Allerdings, boah, das kostet ganz schön viel. Füge ein Gebäude hinzu, ja, durch ein Upgrade zu verbessern. Gut, Leute. Ja gut, wir sollen auf jeden Fall ein Gewürz an ein anderes Reich verkaufen, genau. Freut mich, dass ihr heute dabei seid bei Spore. Ich hoffe, es gefällt euch, wie wir jetzt hier den Weltraum unsicher machen, Leute. Ja, die haben allerdings braunes Gewürz. Moment. Die haben schon braunes Gewürz. Ich glaube nicht, dass die das uns teuer abkaufen. Die sind immer noch auf 5 Handel. Nee, nee, 225. Dieses rote Gewürz kann man definitiv teurer verkaufen, Leute. Ich muss jetzt möglichst viel Geld machen. So, wo sind denn die anderen Aliens hier? Genau, die haben doch eigentlich kein braunes Gewürz. Da müsste man doch eigentlich das gut verkaufen können. Die sind auch verbündet mit uns. Nee, 225 Energiezelle. Lade einen Teil der Energie deines Raumschiffs auf. Könnten wir uns kaufen? Lasse ich aber erstmal. Ich muss irgendwie an Geld kommen, Leute. Gibt es hier noch andere Aliens? Ich
guck mal gerade. Ja. Oh, hier, Leute. Zwei Monde mit für viel Gewürz. Oh, cool, Leute. Wir haben schon hier so einen erheblichen Bereich, haben wir schon erkundet hier. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Genau, Leute, wir können uns nämlich hier in der Weltraumphase auch... Schaut mal da. Wir können uns in der Weltraumphase auch verschiedene Planeten begeben. Genau. Da sind nämlich meistens wertvolle Dings drin. Dieser Planet liefert ein seltsames Kennmuster. Fliege näher hin und erforsche. Genau, Leute. Wir finden nämlich Artefakte auf anderen Planeten. Genau. Genau so. Das Schiffsradar hat ein interessantes Objekt auf diesem Planeten geortet. Was denn für ein Objekt? Genau, Leute. Ein Artefakt. Die Galaxie ist voller seltener Objekte, Statuen und Fossilien. Eines dieser einzigartigen Sammlerstücke befindet sich genau hier. Entführe es und verkaufe es für Unmengen an Spore-Dollars oder sammle komplette Sets, was den Wert beträchtlich erhöht. Geil, Leute, wir haben unser erstes Artefakt hier gefunden. Da würde ich sagen, fliegen wir da doch einfach mal hin. Der Planet hat im Übrigen grünes Gewürz, finde ich sehr interessant. Hier ist es, Leute. Da. Da ist diese Schriftrolle da. Gut, dann nimm das mal mit. Zack. Du hast Schriftrollen der Ordnung X gefunden. Aus der Sammlung von 10 Schriftrollen der Ordnung. Alles klar, ja. Würde ich sagen, können wir das doch direkt auch mal verkaufen hier. Ich muss allerdings erstmal nach Hause fliegen. Genau, ich kann es ja so... Ah, schaut mal, du hast die Vielflieger 1 Plakette erhalten. Sehr schön. Oh, genau, Leute, hier ist jetzt die Energie knapp. Energie betreibt dein Schiff und alle Werkzeuge, damit du durch die Galaxie reisen kannst. Auf deiner Heimat kostet Energie nichts. Genau deswegen fliege ich ja gerade nach Hause, Leute. So. Hallo. Aufladen bitte und Handel. Wie viel bietest du mir dafür? 45.000. Oh, schaut mal. Trockenzeitgenerator. Ah, wir haben jetzt diese Terraform-Sachen hier. Guck mal, wir haben Kolonie- und Fassbar-Paket. Energiespeicher. Auf dem Planeten platzieren, um die Atmosphäre zu senken und zu höhen. Genau, wir brauchen sowas hier. Atmosphärengenerator. Für unseren zweiten Planeten brauchen wir einen Atmosphärengenerator, Leute. Allerdings, die haben mir jetzt 45.000 geboten. Was bieten denn unsere Aliens hier für das Ding? Ich würde euch gerne was verkaufen. Die bieten auch 45. Moment. Ich würde das ganz gerne für noch mehr verkaufen. Ich weiß, ich bin ein bisschen gierig. Aber das muss am Anfang sein. Am Anfang braucht man einfach Kohle, Leute. So, was haben wir hier bei den Verbündeten? So, Leute. Handel? Auch 45. Ja gut, dann verkauf's. Gut, dann verkauf halt hier die 3 Gewürze. Und genau. Kehre zu deinem Heimatplaneten zurück. Genau, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal direkt. Heimatplanet ist ja der hier, ne? Genau. Genau hier, Leute. Da sind wieder unsere Spezies hier. Gut gemacht. Wenn die Reichskasse immer gut gefüllt ist, kannst du mehr Werkzeuge für dein Raumschiff kaufen, es reparieren und aufladen lassen, neue Kolonien aufbauen sowie anderen Reichungen zur Verbesserung der Beziehung Geschenke machen. Wir haben hier noch viele andere Missionen, die du erfüllen könntest, wenn du willst. Na, ich mach lieber selber, ganz ehrlich, weil die Missionen von uns, die sind meistens... Oh, shit. Nicht lukrativ. Oh Gott. Ah. Uff, die Energie hat gerade noch so gereicht. Holy shit. Okay, Leute. Wir müssen uns aufladen. Stimmt. Hier, gratis so. Statt, dass ich was dafür bezahle. Quatsch, Leute. Lieber gratis. Gut, wir haben 58.000 Spore-Dollar. Ich glaube, wir können jetzt hier auf unserem zweiten Planeten, auf diesem T1-Planeten,
können wir eine Fabrik bauen, denke ich mal, ne? Damit wir hier blaues Gewürz herstellen. Sehr. Oh. Hä? Wieso das denn? Aber wir müssen noch ein Unterhaltungsgebäude bauen, ne? So, wann das Haus? Da ist es. So, genau. Und am besten noch eine Fabrik. Damit wir hier 24 blaues Gewürz pro Stunde verdienen können. Genau, Leute. Ah, du hast die Kolonisten-Einzelplakette erhalten. Sehr gut. Wir kriegen neue Werkzeuge. Mini-Impuls, Mini-Autoblaster, kleine Gesundheit. Sehr schön, Leute. Wir werden immer reicher hier, Leute. So, wir müssen allerdings andere Missionen machen. Ich würde mal sagen, ich gehe nochmal hier zu den Gelben hin und mach mal hier andere Missionen für die, weil ich möchte mich mit denen verbessern, Leute. Hallo. Missionen. So. Brauchst du eine helfende Hand? Ein feindlicher biologischer Angriff auf dem Planeten Ion hat einige unserer Bürger infiziert. Sie sind jetzt gefährlich. Du bist als fremde Spezies immun. Darum bitten wir dich, die Sache zu bereinigen. Wir sollen also wieder eine Viruskrankheit bekämpfen, Leute. So wie wir es schon mal gemacht haben hier. Ach, schaut mal, die haben hier noch einen Planeten sogar. Krass, wusste ich gar nicht. Forscher 1 Plakette. Sehr gut. Hä? Flixelreich. Oh, das sind neue. Was ist das denn für welche? Was sind das denn für welche, ey? Was ist das für eine Stimme? Naja, wir sind das Flixelreich. Du nicht. Hoffentlich bist du wenigstens amüsant. Ich komme in Frieden. Du dagegen hast einen Grund, bescheiden zu sein. Kleiner Scherz, echt jetzt. Ja, ja, gut. Plus 10, schon mal gut. Handel. Gut, Flixelreich. Hört euch das mal an. Ach du Heilige. Kann ich für dich auch eine Mission annehmen? Kann ich. Eine neue Rasse ist dem Schleim des Planeten Anfertor entstiegen. Da wir für unsere Partys immer nach neuen Völkern suchen, könntest du eines der Wesen für unsere Abendgesellschaft holen. Was hältst du davon? Ja, das mache ich doch. Oh, großartig. Dann verteilen wir schon mal Krüge für die Party. Okay. Ja gut. Alles klar. Dann Reisender Plakette 1. Mit drei Reichen Kontakt aufgenommen. Getreidekreise. Sehr cool. So, wir sollen Infizierte eliminieren. Genau, wo sind sie denn? Wo ist der Scanner? Wo ist der Scanner, Leute? Hier. Wir sollen hier Infizierte erledigen. Ion, das ist der Planet Ion. Aber... Moment. Wir sollen Infizierte kaputt machen. Eliminiere die Infizierten. Sind hier Infizierte bei? Nee, eigentlich nicht. Moment. Hier sind keine Infizierten. Oder? Moment. Moment. Ah, 30.000 Spordoller. Das ist auch gut. Eliminiere die Sternsystem. Quabertreich. Ja gut, aber wie finde ich die denn jetzt hier? Wo finde ich die? Moment. Infizierte. Ah, hier! Ach, man muss die einfach... Man muss die einfach suchen, okay. Oh Gott, da muss ich jetzt aber aufpassen. Nicht, dass ich hier einen Krieg herbeschwöre, ey. Oho. Das wird jetzt ein Fingerspitzenakt. Der ist infiziert. Der da! Nein! Geh bloß weg, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will keinen Krieg mit euch hier. Vergesst es. Nein, nein, nein. Ich will doch nur euch helfen hier. Da.
Genau, einer ist weg. Sehr gut. Ich will euch doch nur helfen. Ich möchte euch nicht bekämpfen, Leute. Nein, 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 nein. Das war gerade schon wieder ein falsches Signal. So, wir haben hier die nächste Stadt. Gibt es hier Infizierte? Ich darf kein Gebäude aus Versehen anschießen, Leute. Das ist so blöd. Boah, was sind das für Geräusche hier, ey? Da ist ein Infizierter. So. Und bitte nur die markierten Ziele eliminieren. Ja, das ist schwer, Leute. Flieg mal zur nächsten Stadt. So, ich habe noch 5 Minuten für die Mission. Ah, da ist der nächste. Da! Bitte nur die Inf... Hab ich doch. Wo rennt denn der? Wo ist der? Da ist der Infizierte, genau. Gut. Aber wir müssen also auch wieder eine Viruskrankheit hier. Was ist das denn? Was ist das denn da? Was? Was zur Hölle? Was ist das denn? Das sieht komisch. Das sieht komisch aus, Leute. Was ist das denn? Flixelreich? Was ist denn das? Was macht denn der da? Das sieht voll komisch aus. Naja, gut. Ich glaube... Boah, diese Geräusche hier, die sind schon übel, ey. Wirklich. So, ich darf nicht schießen. Ich darf nicht auf ein Gebäude schießen. Verdammt. Nein, 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 warum ist hier Kriegsmusik? Nein, 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 Leute. Warum ist hier Kriegsmusik? Ich möchte doch nur hier Infizierte töten. So, weg hier. Los, schnell weg hier. Mann, 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 Mann. Das war jetzt aber auch ein Akt mit Fingerspitzengefühl. Meine Güte. Meine Güte, okay, ich muss mal wieder da zurück. Was ist das denn hier? Okay. So, ja, dann habe ich eure Mission erfüllt. Zack, sehr gut. Wir sind fast grün, Leute, sehr gut. Handel? Ah, ich habe nichts, super. Ich habe nichts, womit ich handeln könnte. Finde einen Stammesplanet vom Planeten Anfertor. Mauxia-Sternsystem. Ach, da hat auch wieder ein jemand kommentiert hier. Sehr gut, Leute. Des Marder-Reiches. Da sind noch mehr Aliens. Beuge dein Haupt, was Bodes macht. Okay, Leute, dann gehe ich... Oh nein! Bitte nicht. Bitte nicht bekämpfen hier. Bitte nicht. Ah, unsere Zivilisation lobpreiset Bode, der uns Wahrheit und Erleuchtung gebracht hat. Du jedoch bleibst in der Finsternis. Was willst du von uns? Ich komme in Frieden. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Gut, das sind Religions-Aliens. Aber ja. Gut, da habe ich mich mit denen schon mal ein bisschen zumindest neutralisiert. Kann ich für euch Missionen machen? Tatsächlich. Ein großer Plan kann auf diesem Planeten Est. Untersuche die Lebensformen auf Est. Mache ich später, Leute. Ich muss nach Hause. Allerdings muss ich auch erstmal hier wieder das Zeug da wegmachen. Also sag ich mal kurz bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurz weggemacht und ja, ich muss mich mal wieder auftanken hier zu Hause. Ja, ihr seht, die Weltraumphase ist sehr groß, Leute. Handel? Nee, danke. Was ist das denn? Geile Mucke, ey. Oh Mann. Gut, Leute, wir müssen... Moment, was ist das denn da? Kallier? Ah, untersuche die Lebensform auf Est. Alles klar, dann machen wir das doch mal für die anderen Aliens. Wir haben viele Aliens hier, das finde ich so gut. Ah, da ist sogar ein Artefakt wieder. Sehr, sehr schön, Leute. So, allerdings, ja, wo ist es denn? Da ist doch wieder ein Artefakt hier. So. Genau das da. Was ist das für ein Ding? Hier das. Schaut mal. Sieht irgendwie aus wie so ein
wie so ein Stein, ne? So, und nimm das mal auf dich hier. Zack. Eine gelbe Druse. 10 seltene Drusen. Alles klar. Cool, Leute. Dann müssen wir ja jetzt hier die Pflanzen scannen, ne? Für die anderen Rasse. Machen wir das mal. Eine Igitz. Eine mittlere Pflanze. Ja, wir müssen jetzt einige Missionen erstmal machen hier. So, dann haben wir hier die, dann haben wir die da. Sehr gut, Leute. Ein paar Tierchen haben wir hier auch. Was ist denn das? Keine Sorge, ich will euch nichts tun. Ich möchte nur Horatio. Geil. Ah, hier der Baum. Ja, okay. Der Baum noch. Cool. Moment mal. Wir können die Pflanzen hier auch mitnehmen, ne? Wir können die Pflanzen und Tiere auch mitnehmen, falls wir mal, falls wir unsere weiteren Planeten mal ein bisschen terraformen wollen, würde ich sagen, nein. Schaut aber, die fliegen da durch die Gegend. Nein, ich möchte hier nur eine mittlere Pflanze, eine kleine Pflanze, sowas da mitnehmen. Dann nehme ich noch einen von... Oh, da habe ich jetzt sogar... Dann lass mal eins wieder runter hier, so. Dann habe ich einmal Horatio und einmal hier diesen Meerfeed. Wo ist denn der Meerfeed? Ah, hier. Jetzt muss ich mal... Jetzt bin... Erinnert ihr euch? In der Kreaturenphase, als wir das hier gesehen haben... Oh. Haben wir das jetzt? Ja, wir haben es, sehr gut. Jetzt entführe ich die Leute. Ja, das ist krass, Leute. Gut, wir haben zumindest schon mal ein paar Tierchen hier an Bord, die wir dann benutzen können für unseren Planeten, um den mal zu terraformen. So, dann... Und eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Und ja, wir wollten jetzt quasi die Mission hier nochmal beenden, ne, für die Gelben hier. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Das Marderreich. Mit Spodesegen, blablabla, hat denn die Abtastungsdaten eingetroffen. Spodes sei getrieben. So, Spodes Wirkung ist wahrhaft voller Wunder. Dank deiner Daten wissen wir nun, dass es auf Est Horatio Vorkommen gibt. Dieses Objekt gehört zu denen, die Spodes 41. Prophezeiung erwähnt wurden. Kannst du uns einen Vorrat davon bringen? Ja, kann ich machen. Möge Spode deine Mühsal lindern. Ja, gut. Hab ich schon. Hab ich schon drin. 40.000 Spore-Dollar, Leute. Sehr schön. Uiuiui. Das ist aber nicht viel. Diplomatie. Nee, komm. Das ist aber nicht viel. Naja, gut. Egal. Die sind erstmal gelb. Das ist erstmal in Ordnung. Wir haben ganz schön viele Alien-Rassen hier, ne? Schaut mal. Eine. Zwei. Hier noch eine. Drei. Vier. Wir haben 4 Alienrassen hier in der Nähe. Das ist schon krass. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Dann würde ich mal sagen, ja, lad uns mal bitte auf hier. Ich bin gerade so ein bisschen in Trance. Ich nehme nämlich schon wieder seit 2,5 Stunden auf hier. Gut, Leute. Wir wollten ja noch ein paar Pflanzen hier ablassen. Oh, 3 blaue, Leute. Blaues Gewürz. Sehr schön. Aber wobei, hier gibt es ja schon genug. Aber keine mittlere Pflanze. Keine mittlere Pflanze. Nein. Ja gut, dann lass die mal hier unten drauf. Zack. Damit diese Spezies... Ach, hier stehen doch schon komplette Pflanzen. Alles klar. Ja gut, nein, Moment. Bevor ich hier rausgehe... Mach mal hier noch ein paar Gebäude hin, damit wir hier mehr... Gewürze hinkriegen. So. Terrascore zu niedrig. Ah, okay. Wir müssen also erstmal den Terrascore hier erhöhen, indem wir terraformen, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, frage ich euch mal, wie viel ihr für die Druse... 6200 für braunes Gewürz. Die Druse auf jeden Fall schon mal verkaufen. So, Leute, dann würde ich sagen, versuche ich jetzt nochmal. Schau mal, die produzieren schon wieder Gewürze hier. Sehr gut, Leute.
versuche ich mal das blaue Gewürz ihm auf dem Heimatplaneten zu verkaufen. Wie viel bietet ihr mir dafür? Auf Landratis? 300. Nee, komm. Nee, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal unser Gewürz hier bei denen zu verkaufen. Unser braunes Gewürz. Gut, können wir das irgendwo verkaufen? Wieso können wir nicht handeln? Moment. Wieso können wir nicht mit denen handeln? Abgelehnt, okay. Schade. Wir können irgendwie nicht mit denen handeln. Ich weiß nicht warum. Das ist schade. Ich glaube nur bei... So, was haben wir hier für welche? Können wir mit denen handeln? Mit denen können wir handeln, Leute. Schaut mal hier, da. Braunes Gewürz, 13.000. Das nehme ich. Das nehme ich, 26.000 für zwei braune Gewürze. Auf jeden Fall, ey. Gut, dann haben wir schon mal einen Handelspartner für unser braunes Gewürz gefunden. Sehr gut, Leute. Aber wie kann man denn die Produktion hier erhöhen? Moment, warum produzieren die so wenig? Hier sind ja unsere Städte, ne, wo wir in der Zivilisationsphase waren. Und warum produzieren die so wenig? Oh, die sind gerade unzufrieden. Moment. Ah, ich muss erstmal hier alles aufrüsten. Alles klar, ich verstehe schon. Gut, Leute. Deswegen produzieren die so wenig. So, die sind zufrieden, das ist schon mal gut. Ah, jetzt. Jetzt können wir hier die Gebäude aufrüsten, Leute. Sehr schön. Türmchen müssen auch noch aufgerüstet werden, damit wir auch hier ja nicht kaputt gemacht werden. Und nochmal eine kleine Pause. So, da bin ich wieder. ja, wir können ja jetzt hier einfach die Gebäude nochmal bauen. Und dann würde ich sagen, bauen wir nochmal kurz die Türme, weil die Aufnahme ist auch gleich schon wieder vorbei. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das noch kurz. Fliegen wir mal in die ganzen Städte hier. So. Da können wir nämlich noch was bauen hier, schaut mal. So. Und hier noch am besten noch, damit die ein bisschen zufriedener sind. Und hier noch ein paar Geschütztürme. So, Leute. Ja, wir müssen uns wieder aufrüsten. Ich merk's schon. So. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass man hier noch was dazu bauen kann. So, Leute, dann die nächste Stadt. Die müssen wir auch verteidigen. Warum sind eigentlich alle Geschütztürme weg? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, gut. So, da haben wir alle. Meine Güte, wir müssen alles aufrüsten. Das ist krass, Leute. So krass. Okay. Gut, Leute, dann klingelt auch gleich meine Uhr. Ja. Warum steht hier eine Fabrik direkt daneben? So, ja. Dann maximieren wir mal unseren Output. Unseren Gewinn hier. So, dann macht die mal zufrieden. Und so. Noch mehr? Meine Güte. Jetzt können wir vernünftig hier Gebäude bauen. Also wirklich. So, dann. Zack. Und da ist auch schon meine Uhr. Okay. Gut, dann mache ich hier jetzt noch alles fertig kurz. Hier können wir noch nachbauen. So. Ich weiß gar nicht, warum die Städte nicht komplett sind hier. Wahrscheinlich waren das die Dinger, die wir erobert haben. Huh? So, machen wir hier. Und am besten hier noch ein Haus hin. Genau. Am besten schön viel, ja, viel verdienen. Ach Mensch. Dann machen wir Häuser. So, zack, zack. Hey, mach schneller so. Die Folge ist nämlich gleich vorbei. Gut. Dann würde ich mal sagen, hier noch. Meine Güte, so viel nachzubauen. So, aber das braune Gewürz, das können wir ja teuer verkaufen bei unserem Nachbarn, ne? Gut.
komplett aufbauen. Hoi, hoi, hoi. Okay, ja, dann mach das mal. Komplett aufbauen hier. Okay. Ja, gut. Na dann, mach das mal. So. Nee, nicht ruckeln. Nicht ruckeln. So. Und ja, dann haben wir das hier. Fast. Sehr gut. Die sind zufrieden. Alles klar. Ja, 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 hier auch, ey. Das habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt hier, das alles. So. Dann bringt die Sache Geld. Das gibt Zufriedenheit. Und das hier bringt auch Geld. Und hier hinten noch. Meine Güte, die Städte sind riesengroß geworden. So, ja. Geld. Alles klar. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber, oder? Ah, noch mehr Geschütztürme. Ja gut, so geht die Kohle natürlich auch flöten, ne? Ist klar. Gut. Gut, haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Sehr gut, Leute. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt die Folge zu Ende. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.